Jan, ich bin's wieder, Kesunai Haram. Hier mit meinem Let's Play von The Legend of Zelda Majora's Mask. Ich habe jetzt einfach mal beschlossen, einen Fick auf das eine hier jetzt zu geben, weil irgendwie tut sich jetzt da nichts. Stattdessen gehen wir jetzt erstmal einen anderen Weg lang, WZW, warten, bis der dritte Tag endlich mal angebrochen ist. Jetzt ist es 10 Uhr, das heißt noch ein paar Stunden. Und erledigen dafür noch eine andere Sache. Der Weg ist noch ziemlich lang. Und für was? Überhaupt nicht nervtötend. Nein. Ich hatte jetzt bei den Pfählern echt den Eindruck von wegen, dass sie aussahen wie Bleistifte. Ich meine, hat doch auch was. Na komm, mach das Gras kaputt. Ach ja, Gras kaputt haben. Ist doch eine schöne Beschäftigung. Ich finde schon. Dam, dam, dam. Boah, habe ich viel Geld bekommen. Hey, ihr! Gib zurück, was du mir da jetzt gerade gestohlen hast. Arsch. Jetzt weiß ich nicht mehr, was da steht. Hör auf, mich zu beklauen, du Kackvogel! Und vor allem verreck endlich. Mein schönes Geld, ey, du Arschloch! Hörst du wohl endlich auf? Ich will den mal töten. Ich will wissen, was passiert, wenn ich ihn hier... Ob ich dann mein Geld zurückkriege. Anscheinend ja nicht. Stattdessen verliere ich nur. Ey, fliegende Gegner. Ach, you know what, fick dich. So, Milchstraße. 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 So, Render der Gormann-Brüder, Heimat der wagemutigen Pferdekenner. Anfänger sind herzlich willkommen. Besuchen Sie uns. Er, der das heilige Schwert führt, möge ein Zeichen seiner Anwesenheit hinterlassen. Bang? Du kannst deinen Fortschritt speichern und hier aufhören. Wählst du die Datei nochmal, ist mein Bild neben deinem Namen. Dies zeigt an, dass du beim Wiederöffnen das Spiel an dieser Stelle zu dieser Zeit und deinem jetzigen Status fortsetzt. Vorsicht, öffnest du diese Datei und drückst Reset, ohne vorher an einen Status gespeichert zu haben, geht dein Fortschritt verloren. Das heißt, beim nächsten Öffnen beginnst du am ersten Tag mit dem Status, den du beim Spielen der Hymne der Zeit innehattest. Das Spiel beenden. Ich möchte das Spiel nicht beenden. Nein. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber interessant, dass man mit diesen Eulen da sowas machen kann.
Und der ist immer noch am Schuften. Es verbleiben 27 Stunden 55 Minuten. Okay. Soll das eine automatische Uhr sein, oder was? Auf jeden Fall, der arme Wicht. Der ist immer noch an diesem Stein beschäftigt. Weil, von dem, was ich jetzt nämlich herausgefunden habe, von wegen, dass sobald dieser Stein offen ist, wir auf die andere Seite können und da gibt's nochmal so kleine Quests, die man machen kann. Milchhof Romani Ranch. Der Ranch ist nämlich mein Ziel. Es soll mein Ziel sein. Ja. Hallo, ich möchte. Hi, Tingle. Wie geht's, Tingle? Wie geht's, Tingle? Alles okay bei dir? Ja. Du hässlicher Wicht. Ja, arme Sau. Karten. Romanis Ranch und Schädelbucht. Ich habe im Moment kein Geld, sorry. Schwuchtel. Ohne Witz, was für eine Schwuchtel. Nach dem, was mir Ren letztens in der Konfi gesagt hat, von wegen, ja, dass demnächst vom DLC her bei Hyrule Warriors Tingle spielbar sein soll. Troll FTW. Kann man richtig übel trollen. Na, hier ist aber auch nicht sonderlich viel los, wa? Naja, ich bleib hier jetzt mal so lange, bis der Tag endlich mal angebrochen ist. Also, der Moment, wo der letzte Tag anbricht. Dann probieren wir, wenn wir dann diese eine Quest auf der Ranch erledigt haben, schauen wir mal, dass wir so schnell wie möglich zu Dings wiederkommen, nach Unruhstadt, gucken, was wir sonst so machen, und dann probieren wir mal das, was die Vogelscheuche meinte, von wegen, dass die Stunden langsamer vergehen, wenn wir das Lied der Zeit ein bisschen mal anders spielen, als wir es sonst gewohnt sind. Das klingt doch nach einem richtig guten Plan. Ich denke schon. Boah, braucht das lange. Noch ein Mauern? Product Placement. ohne Witz. Die Dinger sind geil. Oh. Naja, eigentlich sind das auch nicht mal Mauarms, sondern eher Dings. Es sieht so aus, als würden sie hier gleich die Läden dicht machen. Lass uns besser gehen. Sehr gut. Ich will ja nur ihr Dings. Mir was holen. Oder auch nicht. Ah, jetzt geht das wieder los. Das ist wahrscheinlich wohl immer dann, wenn die Glocken läuten, ne?
Weiß auch nicht, was das soll, aber okay. Vierundzwanzig Stunden. Und plötzlich fliegt er wieder. Ah, der Weg ist frei. Sehr schön. Darauf habe ich doch nur gewartet. Du da. Der Weg ist nun wieder frei. Jo, danke, Kumpel. Hast was gut bei mir. Du armer Schuft. Den ich auch. Die Romany Ranch. Oh. Na na na. Na. Hört sich wirklich ranchig an. So schön Landluft schnuppern und brrr. Sieh doch! Ist das nicht dein Pferd? Wie kommt es hierher? Mein Pferdchen! Mein Pferdchen! Geht's dir? Oh, ich hab dich vermisst. Mein Bärchen. Mein Bärchen. Na gut, gucken wir uns mal in der Ranch um. Die haben sich anscheinend prächtig um mein Bärchen gekümmert. Das ist doch schön. Das ist doch echt Tüfte. Irgendwie ist da auch nicht wirklich was. Na gut. Alles frei. Ja, ja, ich laufe auf Tischen. Ich unartiges Kind. Aber wie schön, dass es meinem Pferdchen gut geht. Wie soll ich zu ihm hinkommen? Bist du eigentlich? Romani, das Mädchen vom Lande. Ah. Schade, sie weiß wohl. Sie kennt mich nicht. Different question. Wie kommen wir zu meinem Pferd? Möff. So, eigentlich wollte ich ja hier eine Quest erledigen, aber anscheinend wird daraus irgendwie nichts. Oder was ist da drüben? Ja, man muss sich hier auch ordentlich umgucken, wenn man da was Dings. Ups. Wollte ich nicht? Wollte ich sicherlich nicht. Hühnerschuppen. Ganz viele Hühnchen. Ja, was ist denn mit dir los? Mein Großvater hat's mir gesagt. Der Mond, er fällt bald runter. Wenn etwas von dieser Größe auf die Stadt fällt, ist die Ranch auch hinüber. Ach ja.
Ich finde es nur schade, dass ich niemals erleben werde, wie die Kerlchen hier zu stolzen Hähnen werden. Der Hühnerfreak Grog. Der sieht aus wie ein Punker! Wow! Na, die armen Kleinen. Ach ja, stellen wir einen kleinen Marsch auf, dass die ganzen kleinen Küken nur uns gehorchen. So, gab's sonst noch irgendwo? Kleine Küken. Wir sollten uns vielleicht beeilen. Link, beeil dich! All die Küken folgen mir. Nur Schritt und Tritt. Das ist lustig. So, gab's sonst noch irgendwo ein Kükele? Ich kann hier leider nicht so schön gucken. Es gut, Mond, halt's Maul. Ey, wo genau soll ich die jetzt eigentlich hinbringen? Sowas wie einen Schuppen sehe ich nicht wirklich. Nee, ich sehe jetzt wirklich keinen Schuppen. Soll ich das jetzt alles nochmal neu machen? Also jetzt das ganze Spiel nochmal. Na gut. Da ich ja nicht weiß, wohin mit den Küken.
Aber diesmal mache ich es so zickzackmäßig, würde ich mal sagen, damit es nicht so lange dauert. Ich habe nicht mehr wirklich allzu viel Zeit. Dann wird das wohl jetzt doch nichts mit noch einer Quest, bevor ich Dings. Wo ich die Zeit wieder zurücksetze. Der Mond macht es mir auch nicht leicht. Schiebt ja hier so eine Panik. Ja, das dauert. Ich meine, wir haben schon 3 Uhr. Fuck. So, ich sehe jetzt sonst hier nichts. Huch! Und plötzlich werden sie Dings, Hühner. What the hell? Ich weiß nicht wieso, aber wenn ich diese geschwellten Kämme auf ihren Köpfen sehe und so, dann ist mir alles andere egal. Ich bin absolut zufrieden. Hier, du kannst das hier haben. Oh, Hasenöhrchen. Ich kann einen Hasen spielen. Die prächtige Ohren, obwohl die Kraft der Wildnis auf dich übergehen wird. Yeah. Sie sind alle zu Hähnen geworden. Hast die Träume der Jugend verwirklicht. Oh, das hört sich ja edel an. Na, Hauptsache etwas. Das ist gut. Das ist doch ordentlich. Auch wenn mir die Hühner so vorkommen, als ob sie wie so kleine Kinder gackern. Ja, auf jeden Fall. Ich beende jetzt erstmal hier den Part. Egal ob positiv oder negativ Bewertung immer gern gesehen. Das war's von meiner Seite und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Sehr geil.